Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf dem Pandalina Crafting Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Action Live Rundgang und zwar für den Monat Dezember. Ich bin hier vor der Gießener Filiale und wir schauen uns die Neuheiten an, also zumindest die Neuheiten, die mir ins Auge springen. Also bleibt gerne nach dem Intro dran. Wie immer fangen wir rechts mit dem Wochenangebotsregal an. Das ist mal wieder prall gefüllt mit unterschiedlichsten Angeboten. Die schauen wir uns aber jetzt gleich nochmal genauer an. Hier gibt es zum einen einfach mal Nussknacker, also in verschiedenen Größen, und wieder ein paar Elemente fürs Winterdorf. Dann haben wir hier heute die Duftkerzen mal im Angebot. Da wollte ich übrigens auch noch mit euch in die Abteilung gehen. Dann gibt es hier unten auch noch LED-Candles. Und ja, weitere Duftöle und ein paar Kerzen. Und ich glaube sogar, dieses Mal ist ein Aromadiffuser im Angebot, genau. Und hier oben gibt es dann weitere Weihnachtsartikel, also so ein Adventskalender aus Holz. Und hier unten sind dann Weihnachtskarten. Dann gibt es hier auch ganz viele Kinderspielsachen, und zwar ein paar Autos, einen Spielzeug-Einkaufskorb und ja, Lichterketten und Pfannen. Dann gibt es hier auch Bezüge. Hier oben sind dann wiederum Wiederspielsachen. Und denkt daran, die Angebote gelten immer bis nächste Woche Dienstag. Jeden Mittwoch wechseln nämlich die Angebote. Dann gibt es hier wieder was für den Beauty-Bereich im Angebot. Also Haarsprays, dann sogar ein ganzes Kosmetik-Kit. Und hier gibt es auch wieder was für die Zahnhygiene und weitere Drogerieartikel. So, jetzt sind wir in der Künstlerabteilung. Und zwar habe ich hier noch ein paar Sachen entdeckt. Also diese ganzen Acrylfarben gibt es jetzt auch in so einem richtig schönen runden Set. Also so einem großen Set. Ich bin aber immer noch ein riesen Fan von diesen Tuben. Also ich benutze die immer für meine Gel Press. Dazu habe ich übrigens auch ein Video schon hochgeladen. Klickt also gerne mal oben rechts hin, wenn ihr da gerne das mit den Action-Schablonen sehen wollt. Da zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Dann gibt es hier noch weiter unten Wassertankpinsel. Also einfach mal auch separat zu kaufen in verschiedenen Größen. Also das sind hier ja genau dick und hier ist ganz dünn. Wobei ich das immer noch sehr dick finde. Also ja, gibt es aber für 99 Cent, das finde ich richtig cool, also hier steht auch drauf 1 mm, 2 mm und 3 mm. Die Staffelei, die neu dazugekommen ist, 9,99 € kostet das Ganze. Auch natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn sich das jemand wünscht. So, dann sind wir wieder in der Kreativabteilung für Erwachsene. Eine kleine Neuheit habe ich, es gibt Stickerbücher, neue Stickerbücher, also wieder in verschiedenen Varianten. Einmal diese Variante, dann diese, also ich glaube richtig cool fürs Planern und Journaling. Dann gibt's, oh, die sind aber schön, so eine Sticker. Und dann als letzte Variante gibt es noch diese hier, die finde ich auch richtig schön, das sind so Pastellfarben. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, hier sind, glaube ich, keine neuen Artikel dazugekommen. Also die ganzen Neuheiten habe ich euch ja dann schon in dem anderen Video gezeigt. Also klickt gerne noch auf die älteren Action-Live-Rundgänge, denn da seht ihr auf jeden Fall viel mehr Bastelsachen. Dann wurde die Wollabteilung, sage ich mal, also die gehört ja eigentlich auch zur Kreativabteilung dazu, die wurde ein bisschen nach außen verlagert. Also klar, passend zu Weihnachten wird vermutlich auch mehr gestrickt und auch mehr Stricksachen verschenkt. Aber ich liebe vor allem selbstgestrickte Socken, ne? Das ist das Beste, was man je geschenkt bekommen kann. Die halten auch wirklich richtig, richtig lange. So, heute sind wir mal wieder im Deko-Bereich unterwegs. Und zwar wurde hier wie immer eine Menge aufgefüllt und hier gibt es auch wieder neue Körbe und neue Aufbewahrungsmöglichkeiten. Hier oben gibt es übrigens auch wieder diese Cube Wall Boxes
Also die eignen sich immer als, ja, ich sag mal, Regalalternative oder sagen wir mal ein kleines Deko-Element, weil ja auch nicht auf diesen oder in diesen Cubes so viel reinpasst. Dann gibt es hier auch ganz viele Hocker, also einmal in nur Holzoptik und andere sind dann wiederum bezogen. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Metalltabletts. Also wirklich richtig, richtig schön. Dann auf der anderen Seite, also gegenüberliegend der Dekoabteilung, gibt es ja auch ganz viele Decken und ja, Kissenbezüge. Und wie ihr wisst, ich liebe ja die ganzen Kuscheldecken. Ich finde die hier auch richtig, richtig schön und perfekt für die Winterzeit. Ihr solltet auf jeden Fall immer mal wieder in den Seitenregalen nachschauen. Da gibt es auch immer wieder neue Sachen. Ich finde, die übersieht man dann meistens immer sehr schnell. Ich wollte heute auch vor allem mal im Duftkerzenbereich mit euch stöbern. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel. Da war ich nämlich noch gar nicht mit euch. Hier sind wirklich ganz, ganz viele Duftkerzen und dementsprechend riecht auch der Bereich sehr stark. Also nach Duftölen und eben, wie gesagt, Duftkerzen. Hier gibt es aber auch natürlich Kerzen, die einfach nicht duften, sondern die man einfach anzünden kann oder eben für Weihnachten dekorieren kann. Ich bin jetzt gerade in der Büroabteilung und da ist mir das ins Auge gesprungen. Das ist ja mega cool. Das ist so ein Magic Pen. Damit, ja, schreibt man und dann kann man das erst mit diesem speziellen Licht, also vermutlich hier hinten, genau, kann man das erst lesen. Und es gibt verschiedene Varianten. Also habt ihr ja gerade gesehen, eine Muschel. Dann gibt es hier nochmal so, ja, einen Planeten, dann Avocado und hier gibt es noch was Rosanes. Oh, ein Flamingo. Ah, hier habe ich noch was. Oh, ein Fußball. Bestimmt sehr beliebt bei den Jungs. Ja, das ist auf jeden Fall neu dazugekommen. Dann gibt es hier noch Kugelschreiber, die man so, ja, bewegen kann, also den Glitzer innen drin. Auch wieder in verschiedenen Farben. Hier seht ihr ganz viele verschiedene Farben. Also falls ihr noch ein paar Jahreskalender sucht, ich kann sie euch hier auf jeden Fall im Action empfehlen. Die sind wirklich sehr, sehr preisgünstig und meiner Meinung nach gut. Ich habe hier auch einige schon bereits ausprobiert und die gefallen mir immer sehr gut. Also sie sind zwar immer anders strukturiert, deswegen müsst ihr mal einfach reinschauen, was euch da am besten gefällt. Es gibt sogar Jahreskalender im A4-Format, also ja, wer das lieber so mag, die gibt es hier übrigens auch. Wir sind jetzt wie immer wieder in der Kinderbastelabteilung. In der Spielzeugabteilung schauen wir auch gleich nochmal nach. Ich wollte zur Abwechslung mal im Bastelbereich anfangen. Und ja, also hier sind wieder neue Sticker dazu gekommen. Also da bin ich mir wirklich sehr sicher. Also ich glaube bei denen jetzt nicht. Aber hier sind auch neue Malbücher. Genau, die Sticker waren noch woanders. Ich zeige sie euch gleich. Genau, gibt es hier einmal von Frozen, von, ja, ganz viele Disney-Charaktere. Dann gibt es hier sogar wieder Lesebücher, Pieks der Igel und Hugo der Hund. Genau, hier sind die ganzen neuen Sticker. Das erscheint mir auf jeden Fall neu. Dann das. Dann gibt es hier wieder Bauernhofsticker. Dann sind, glaube ich, hier wieder neue Sticker dazu gekommen. Auch wieder mit Prinzessinnen oder, ja, mit Girly-Sticker, sage ich jetzt einfach mal. Dinosauriern. Oh, das ist aber süß. Das ist wieder mit Bauernhof-Elementen. Und hier auch wieder mit Einhörnern. Hier gibt es auch mal Autosticker und, ja, mit verschiedenen Verkehrszeichen. Das ist auch mal ganz lustig. Dann gibt es hier noch weitere Sticker, also von Disney.
Dann sehe ich hier gerade richtig süß von Hello Kitty. Weil das ist richtig süß. Aber ich habe mir vorgenommen, keine Sticker mehr zu kaufen, weil ich mache mit denen eh nichts. Ja, hier sind dann noch ganz, ganz viele Sticker. Oh, wie cool, dann haben wir hier noch bei diesen Papp-Stickern wieder andere Motive mit dabei. Oh nein, warum gibt es hier schon wieder Pandas? Seht ihr das? Ja, hier sind wieder neue Sticker dazu gekommen. Dann gibt es das auch nochmal in eckig, also in quadratisch verschiedene Sticker. Hier auch nochmal Dinosaurier. Oh, sogar mit Herzchen. Oh, die sind aber süß. So, ich habe es jetzt nochmal rausgeholt. Oh, ich finde, die sehen so süß aus. Es ist wieder mit diesen richtig, richtig süßen Motiven. Oh, goldig. Oh, das ist auch richtig süß mit Meerjungfrauen. Dann wurde bei uns auch die Bügelfolie wieder aufgefüllt. Also das gibt es in verschiedenen Metallic-Looks, aber auch einfach in Glitzer und verschiedenen Farben. Also ich habe gehört, das soll gar nicht so schlecht sein. Vor allem nicht für den Preis und für die Farbauswahl. Hier gibt es dann wieder Stempelsets, also so Kinderstempel, wo das, ich glaube, das Stempelkissen schon mit integriert ist, sodass man es einfach nur noch abstempeln braucht. Dann haben wir hier noch so Klötze, die man zusammenwerkeln kann. Also wahrscheinlich mit ein paar Verbindungsstücken. Und hier unten haben wir dann Bilder, wo man dann nach Anleitungen verschiedene Formen und Muster nachzeichnen muss. Also ja, auch für die motorische Bewegung, also 3 bis 6 Jahren. Und hier haben wir dann auch nochmal Beads. Genau, das sind diese Schmelzperlen. Aber schon ja farblich zusammengestellt für Schmetterlinge, Blumen. Und dann haben wir hier auch nochmal Dinosaurier. Dann ist, glaube ich, hier im Bereich wieder was Neues dazu gekommen. Und zwar sind das so Armbandsets. Das sieht so aus. Ah, okay, interessant. Das muss man erstmal zusammenkleben. Also hier sieht man das am besten. Das sind einfach Sticker, die klebt man zusammen und dadurch kleben sie dann natürlich nicht mehr an diesen Folien, sondern ja, sind dann quasi ein bisschen 3D und kann man dann auch fädeln. Und hier sind dann noch weitere Armbandsets. Genau, hier gibt es übrigens die Crayons, also die Wachsmalstifte. Wer gerne sehen möchte, wie ich daraus ja, Wachssiegel mache oder Siegelwachs, der klickt bitte schön hier oben hin, denn da zeige ich das mit Action-Produkten, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel fürs Briefversiegeln oder sonstiges braucht. Ich habe da auch eine sehr, sehr günstige Alternative dazu gefunden. So, dann sind wir wie immer wieder in der Kinderabteilung, also mit Spielzeug und Co. Wobei hier geht es ja wieder weiter mit dem Bastelbereich. Okay, hier gibt es Paw Patrol Produkte und zwar ja die kleinen Hunde mit dem Hauptcharakter, glaube ich. Und hier gibt es das sogar als Fingerpuppen. Das ist ja total süß. Das habe ich so noch nie gesehen. Das kostet 2,99 € und das andere 4,99 €. Dann haben wir hier noch ein Doktor-Kit. Ich glaube, das kennen wirklich bestimmt viele aus der Kindheit, oder? Dann gibt es hier, ich glaube, das habe ich euch schon letztes Mal gezeigt. Also ihr könnt gerne meine anderen Live-Rundgänge anschauen, wenn ihr da noch mehr Weihnachtsinspiration oder so haben wollt. Denn die Artikel gibt es hier immer noch. Ich schaue immer größtenteils, was neu dazugekommen ist. Okay, hier haben wir ganz, ganz viel Knetsets. Also das ist ja wirklich riesig. Das kostet 15 € und da kann man ja ganz viel mit Knete rumspielen. Und hier haben wir auch nochmal so ein Knetset. Da kann man so Soft-Eis, sag ich mal, rauskneten. Und das ist eher, okay, das ist so eine Art mit Gießharz zu gießen. Also ich weiß nicht, eigentlich ist das nicht für Kinder geeignet, aber vielleicht ist es ja auch eine ganz andere Substanz, also die jetzt nicht so gefährlich oder giftig ist. Ja, für 8,95 €. Dann gibt es hier noch einen XXXL-Ball. Okay, den man bis zu 120 cm aufpusten kann, nehme ich mal an. Hier gibt es wie immer ganz, ganz viele Nerf-Sachen und auch wieder ja, Autos. Das ist, glaube ich, auch neu dazu gekommen.
Das kann anscheinend 300, also hier oben sind noch mal Rollen, sodass das Auto, wenn das mal auf dem Rücken landet, trotzdem weiterfahren kann. Dann sind hier bei den Barbie-Produkten auch noch mal ein paar Sachen neu dazugekommen. Ich sehe das jetzt nicht auf den ersten Blick. Ach so, doch, damit kann man, sag ich mal, so T-Shirts bedrucken oder mit Textilfarbe versehen. Das kann man dann da oben noch mal abziehen. Und dabei ist auch eine Barbie. Also man kann sowohl Barbies, sag ich mal, bedrucken, Barbie-T-Shirts und die eigenen T-Shirts. Also da müssen, glaube ich, größere und kleinere Schablonen drin sein. Und ja, ansonsten, ich glaube, jetzt bei den Puppen ist jetzt nicht viel dazu gekommen. Hier gibt es übrigens ganz viele Kuscheltiere. Also wirklich ganz viele verschiedene. Ich zeige euch das mal schnell. Dann gibt es hier auch noch von Walt Disney wieder ein paar Charaktere. Und hier unten sind ganz viele Haifisch-Plüschtiere. Und ich glaube, hier gibt es sogar Rucksäcke. Ne, das sind sogar alles Rucksäcke in verschiedenen Farben. Ach, schaut mal, hier gibt es sogar dieses, kennt ihr dieses Krokodilspiel eigentlich? Und das gibt es aber jetzt auch in Hundeform. Das ist ganz schön witzig. Dann hier unten gibt es noch Robo-Einhörner und Robo-Hunde. Und okay, ein ägyptisch angehauchtes Set, wo man dann ein paar Ausgrabungen machen kann. Oder hier ein paar Dinosaurier. Oder hier. Ha. Hier kann man Einhörner und Feen und was weiß ich alles ausgraben. Das ist auch ganz schön witzig. Dann geht es hier mit Kinderspielsachen weiter. Also hier haben wir eine ganze Werkbank. Dann gibt es hier wieder diesen Schminktisch und auch das Puppenhäuschen. Und hier ganz unten ist, glaube ich, nochmal so eine Küchenzeile. Also wer noch einen Adventskalender sucht, zwar ist es ein bisschen spät dran, aber ihr findet dann hier auf jeden Fall noch welche. So, heute schauen wir uns die Küchenabteilung an, also alles, was ja für die Weihnachtsbäckerei notwendig ist. Also ich finde, hier gibt es auch immer wieder richtig coole Sachen. Also hier zum Beispiel, ja, ich liebe einfach diese Backmatte. Zwar zweckentfremde ich sie immer, aber sie ist wirklich richtig cool. Also ich glaube auch zum Backen. Dann hier unten haben wir auch ganz viele Formen. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf die, ja, ich sag mal, Weihnachtsbäckerei freut oder ob sie bei euch schon lange, lange eröffnet hat oder ob das jetzt erst im Dezember bei euch anfängt. Es gibt übrigens auch Kuchenformen für, ja, Weihnachten. Oh, diese Woche ist eine elektronische Küchenwaage im Angebot. Wirklich sehr, sehr nützlich. Hier gibt es auch wie immer ganz viele verschiedene Pfannen und natürlich alles, was dazugehört. Also auch das ganze, ja, ich sag mal, Rührequipment, Löffel, Quill. Hier gibt es sogar einen Pizzaschneider. Hier gibt es sogar einen, ja, nennen wir es Multischneider. Ich glaube, ihr kennt den wahrscheinlich auch unter einem anderen Namen. Genau, da gibt es diese verschiedenen Einlagen dazu. Schaut mal, in diesem Seitenregal gibt es wieder Bambusartikel. Hier gibt es auch wieder Bambus-Tablets. Und, oh, das ist cool. Gibt es sogar, ja, für Getränke, Wasserflasche, aber natürlich auch wieder mit einem Bambusdeckel. Ach, schaut mal, ich bin hier gerade gegenüber vom Küchenbereich. Und hier gibt es auch ganz viel Deko, also was man zur Deko verwenden kann oder zum Dekorieren. Und hier haben wir das neu reinbekommen, eine Steckschaumtorte. Das ist eben, oh, ich fasse es lieber nicht an, weil das ist ja sehr, ich sag mal, sehr zerbrechlich. Also nicht zerbrechlich, aber es sinkt sehr schnell ein, wenn man das einfach drückt und bleibt dann auch so, also so wie hier. Schön, dass das jemand schon gemacht hat. Ja, aber ich finde, das ist immer cool, wenn man da selbst irgendwelche Kränze oder irgendwelche Blumen reinstecken möchte und dekorieren möchte. Das finde ich, das kriegt man auch nicht überall. Und hier für 82 Cent ist echt ein guter Preis. So, ich wollte heute unbedingt nochmal in der Partyabteilung vorbeischauen. Da gibt es nämlich wieder neue Sachen. Und zwar gibt es hier kleine Partygeschenke. Also wer sich an so, ja, Kindergeburtstagen erinnern kann, das sind so die perfekten, ja, ich sag mal, Partytütengeschenke.
Genau, da gibt es einmal diese Sachen hier und dann diese Hüpffrosche, also diese Frosche, wo man die dann hier unten so, sag ich mal, andrücken muss, damit die hochspringen. Gibt es ja auch, glaube ich, welche, die Geräusche machen können, also die man da so ein bisschen... Nee, wobei ich glaube, die sind einfach nur zum Hin- und Herschwingen. Hier gibt es auch Partykreise und Jojos, also auf jeden Fall sind die sehr schön bunt. Dann ist hier bei den Girlanden auch immer mal wieder was Neues mit dabei. Also es ändert sich mindestens die Optik. Also hier gibt es zum Beispiel auch, oh, hier gibt es Papiertüten. Die sind ja richtig cool. Also ich finde auch so zu Weihnachten und so ist das richtig cool. Zwar ist es jetzt nicht weihnachtlich angehaucht, aber quasi, ja, kann man hier Überraschungstüten oder so reinmachen. Also klar, wobei, die haben hier so ein Sichtfenster, aber trotzdem kann man Sachen schön verpacken. Dann gibt es hier auch wie immer Pappteller. Dann gibt es hier schon wieder auch ein paar Sachen für Fasching. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich im Januar mehr sein. Und auch so Partygläser, Schnurrbärte und Luftballons. Schaut mal, hier gibt es sogar Heliumflaschen, also um die Ballons selber mit Helium zu füllen. Und auch Konfetti und Luftschlangen dürfen natürlich nicht fehlen. In diesem Live-Rundgang gibt es zur Abwechslung keine Weihnachtsartikel, denn es sind mittlerweile schon wieder Silvesterartikel draußen. Und hier haben wir so einen ganz kleinen Überblick, was es so alles gibt. Also das ist auf jeden Fall alles neu dazugekommen. Hier haben wir ein paar Girlanden, dann haben wir hier auch wieder Folienballons, Glitzerschleifchen, ein paar Accessoires für die Haare. Dann gibt es hier auch noch ein paar Cocktailspieße und auch Pappteller in der Silvesteroptik, auch Servietten und Partyhüte dürfen natürlich wieder nicht fehlen. Dann gibt es hier sogar Bierpong-Artikel. Ich finde es total cool, dass das, sag ich mal, alles so in einem Regal eingeräumt ist. Also, dass man da, sag ich mal, alle Silvesterprodukte im Überblick hat. Und zwar haben wir hier sogar ein Gourmet-Set oder hier sogar ein ganzes, ja, Grillpfännchen, also für Raclette quasi. Dann gibt es hier unten auch nochmal ein anderes Set für Raclette. Und hier unten gibt es sogar eine ganze Bratplatte. Schaut mal, hier gibt es sogar ein Vogelhäuschen-Set. Und zwar kostet das 13,99 Euro. Es gibt übrigens wieder neue Vogelhäuschen, wieder in verschiedenen Farben. Und ganz viel Futter, ja, für die Überwinterungszeit. Das ist eigentlich auch echt cool. Und hier wurden sogar diese beliebten Vogelhäuschen, Cafés und Hotels wieder aufgefüllt. Also ich finde das wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und hier gibt es dann weiteres Futter. Und die Tierabteilung habe ich euch ja auch schon letztes Mal gezeigt. So, meine Lieben, ich glaube, das war wohl vielleicht der letzte oder vorletzte Action-Live-Rundgang in diesem Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Jahr. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Da wird sich nämlich sehr viel Privates noch bei mir ändern. Also wird auch eine kleine Änderung auf meinem Kanal erfolgen, aber dazu natürlich in einem Video mehr. Ich muss mal schauen, wie sich das Ganze ergibt, aber ich verrate euch mehr, sobald ich, sage ich mal, Neues weiß. Also bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall, die Leute, die jetzt ganz viele Action-Live-Rundgänge hier bei mir schauen, wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und ansonsten für die Bastler oder generell Leute, die gerne meine Produktrezensionen sehen, die, ja, da kommen auf jeden Fall noch mehr Videos, aber es kann sein, dass das jetzt sogar schon der letzte Action-Live-Rundgang in diesem Jahr ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch langweilig wird, könnt ihr gerne die Playlists anschauen oder alte Videos von mir. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen und vielleicht entdeckt ihr ja auch eine, ja, Geschenkidee, die ihr sonst so noch nicht hattet. Also viel Spaß beim Stöbern auf dem Kanal und dann würde ich sagen, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.